Hallo liebe Reisemovie-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsvideo von uns. Und zwar heute ist das Thema, was machen wir überhaupt? Worin bestehen unsere täglichen Aufgaben? Wo sind unsere Herausforderungen? Und welchen Ansprüchen müssen wir gerecht werden? Da habe ich einmal hier nochmal diesen Bürstner Harmony Line, den haben wir noch hier bei uns stehen. Mit dem Fahrzeug sind wir also jetzt auch so zu 60-70% soweit durch. Und das Fahrzeug ist eigentlich noch zerlegt. Und da wollte ich euch einmal zeigen, was wir im Detail an so einem Fahrzeug machen müssen, um lediglich nur einen Wechselrichter einzubauen. Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung und Landstrombegrenzung. So, dann kommt man einmal mit in das Fahrzeug rein. Wir haben unser Werkzeug schon so ein bisschen an die Seite geräumt. Und das Fahrzeug ist von der Raumaufteilung eigentlich recht klassisch, ist ein teilintegriertes Fahrzeug, auch gar nicht so alt, ich glaube vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre alt, mit einer recht modernen Mobiliar, möchte ich sagen. Das sieht sehr schön aus, mag ich persönlich sehr gut leiden. Das Fahrzeug hat allerdings einen Nachteil für uns, und zwar hat es einen Doppelboden, der ist allerdings nicht ganz durchgehend. Wir haben also hier unten, kann die Kamera vielleicht mal drauf zeigen, so Fächer, wo man auch, die sind also auch recht tief, gehen fast bis nach hinten hindurch. Da kann man eben halt Getränke oder halt Kartoffeln, Zwiebeln, alles was man so halt während der Fahrt so braucht, kann man hier unten auch sehr gut verstauen, ist auch alles gut. Hier vorne auch das gleiche Fach. Hier war ein Wechselrichter drin mit 1500 Watt. Der Kunde war allerdings dabei nicht zufrieden, keine Landstrombegrenzung und auch keine Netzvorrangschaltung. Das haben wir uns mal nochmal angeguckt, und die Kabel waren auch zu dünn dimensioniert. Die Batteriepole waren nicht richtig fest und so weiter und so fort. Aber das ist ein anderes Thema, das haben wir jetzt alles im Nachgang festgestellt, nachdem wir vorne die Sitze ausgebaut haben. Ich möchte euch heute eigentlich nur zeigen, was wir alles machen müssen, um im Prinzip 2, 3, 4 Kabel ganz primitiv von der vorderen Batterie oder von dem Batteriepack dahin zu ziehen, wo wir den Wechselrichter verbauen müssen oder halt wo wir unser Display gerne haben möchten. Das sieht in der Planung immer so ganz einfach aus. Der Kunde kommt hier hin und sagt, ja, hier möchte ich gerne mein Display haben. Da vorne könnte eventuell ein Wechselrichter sein. Und da vorne in der Ecke könnte ich eventuell meine Batterien haben oder die Heizung oder was weiß ich. Das ist ein Riesenaufwand. Das ist alles nicht so mal eben schnell gemacht. Also bei dem Fahrzeug war es wirklich auch sehr, sehr schwierig für uns, weil, wie gesagt, ein doppelter Boden ist da. Ja, allerdings geht er nicht ganz komplett durch das Fahrzeug durch. Es gibt halt nur diese beiden, 2, 3 Fächer, wo man halt mal reinkommt. Und da mussten wir wirklich das Kabel hinten von der Heckgarage aus bis hier zur Batterie durchziehen. Das Datenkabel musste mit durchgezogen werden und so fort. Und so weiter und so fort. Und das war an einigen Stellen sehr, sehr schwierig, weil wir hier nur so ganz kleine Löcher haben von der Lüftung, die wir dann halt ausgebaut haben, und mussten da mit dem Schweißdraht und auch mit anderen technischen Hilfsmitteln unsere Kabel führen und auch durchziehen. Ich habe heute oder wollte heute eigentlich nur dieses Video mal kurz machen, dass man auch mal veranschaulichen kann, wie viel Arbeit dahinter steckt, auch wie zeitintensiv das Ganze ist, wenn man es wirklich vernünftig macht. Und ich glaube, da spreche ich auch für meine anderen Kollegen, die auch Ähnliches machen wie wir oder wir wie die. Wenn man es wirklich vernünftig und fachmännisch macht, möchte ich sagen, dann ist es wirklich sehr viel Arbeit. Wenn wir das alles einmal fertig haben, wenn die Kabel gezogen sind, im Endeffekt dann das Multiplus nochmal auf die neuen Batterien auszurichten und abzustimmen und alles anzuschließen, das ist eigentlich okay. Das ist mittlerweile bei uns Routine. Aber jedes Fahrzeug bringt neue Herausforderungen mit sich. Und bei dem Fahrzeug auch, allein hier, wenn man das mal zeigen kann, mit dem Display. Am Kunden haben wir einfach abgesprochen, hier vorne ist ja sein normales Display hier drin. Da haben wir, setzen wir das Multicontrol einfach hier vorne hin, sieht auch am schönsten aus. Hier hat er vorne die Truma, hier hat er sein übriges Bedienelement, darüber befindet sich der Fernseher. Es gibt aber keine Möglichkeit, dieses Datenkabel einfach so hinzuziehen, weil der doppelte Boden bei dem Fahrzeug nicht durchgehend ist. So, jetzt müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Woher gehen wir? Wir haben hier oben keine Möglichkeiten, irgendwo ein Kabel lang zu ziehen. Das ist alles schwierig. Ne? Wenn, dann müssten wir hier nochmal einen Kabelkanal setzen. Das sieht nicht schön aus. Hier hinter wird es sehr schwierig, dass, wenn man das hier alles abbaut. Ich meine, meine Kollegen wissen das alles, wovon ich hier spreche. Das ist, wie gesagt, man muss es vernünftig planen. Und es muss ja auch noch bezahlbar sein. Ich kann ja jetzt nicht für ein Datenkabel hier dem Kunden sagen, ich habe da jetzt 5 Stunden für gebraucht. Es geht ja nichts. Es muss alles irgendwo bezahlbar sein und es muss fachmännisch und vernünftig sein.
Es war sehr schwierig, auch hier allein mit diesem Datenkabel. Wir haben allerdings jetzt einen Weg gefunden und haben das auch, werden das jetzt auch hier vorne hinsetzen. Ihr seht ja schon, das Datenkabel ist da und hier kommt dann auch unser Multicontrol hin, wie dem Kunden auch versprochen. Wir haben unten bei dem Fahrzeug ist es so, die hat also mehrere Verteilungen. Ein Teil der Verteilung befindet sich also hier unten in dem Schubladenbereich. Kann die Kamera vielleicht mal reinhalten. Hier haben wir einen Teil der Verteilung. Dann die eigentliche 230 Volt Absicherung haben wir hier vorne. Kann man mal kurz vielleicht mal drauf zeigen. Ne? Da sind wir dann also auch teilweise bis hierhin, bis hinter den Ellbogen mit den Armen dann durch, um die Kabel dann da weiterzuführen. So, dann haben wir hier vorne haben wir zwei Batterien AGM, die bleiben auch erst einmal. Da vorne ist noch ein MPPT, Solar-Laderegler von Victron Energy, das war auch schon bereits verbaut. Hier vorne können wir vielleicht einmal mal gleich eben ums Auto rumgehen oder von hier aus auch mal kurz zeigen. Das ist also nicht von uns, das war schon so. Das ist also hier in so einer Plastikwanne hier alles verbaut. Hier, das ist für mich wirklich lieblos gemacht. Wer das immer auch gemacht hat, ich finde es auch optisch nicht schön. Das kann man ein bisschen besser sortieren und ein bisschen schöner machen, das Ganze. Wie gesagt, das ist hier einfach nur, das kann man auch kürzen gescheit. Also das muss so nicht sein. Ja? Das kann man alles ein bisschen schöner machen, auch dass es fürs Auge ein bisschen attraktiver aussieht. Und auch wenn man später mal einen Fehler da irgendwo hat oder was lokalisieren möchte, ist es auch einfacher da, wenn es aufgeräumt ist, da etwas zu finden, was da entweder nicht hingehört oder halt defekt ist. Ja? Aber wie gesagt, diese Geschichte ist nicht von uns. Die Batteriegeschichte hier ist auch nicht von uns. Wir sollen lediglich den Wechselrichter verbauen in Verbindung mit dem Display, Netzvorrangschaltung, Landstrombegrenzung. Hier ist nochmal eine Dose, wo auch hier ein Abzweig ist für eine Steckdose, die nicht ab Werk ist. Dann können wir vielleicht mal einmal um das Fahrzeug rumgehen, dass ich euch da noch mal was zeigen kann. Also ein Teil der Verteilung habe ich schon gezeigt. Das sind Bürster Harmony Line. Vielleicht hier erstmal reinhalten. Also wir haben einen Teil der Verteilung, befindet sich auch hier. Dass man das mal sieht, wie komplex teilweise diese Umbauten sind. Hier haben wir auch einen Teil der Verteilung hier oben. Ne? Und die eigentliche Verteilung haben wir hier. Hier ist also das Herzstück für uns. Hier müssen wir dran. Wenn die Kamera da mal reinhalten kann. Da ist noch eine Hubstützenanlage mit einer eigentlich recht gut gemachten Abkastung nachgerüstet worden. Und wie gesagt, hier ist eigentlich die Stelle, wo wir mit dran müssen. Hier haben wir jetzt unseren Wechselrichter positioniert. Mit den Kabeln kommen wir da unten durch. Hier wird es einen vernünftigen Kabelbaum geben. Wir werden das hier vernünftig auflegen, das Ganze. Der Kunde kann jederzeit auch hier an die mechanische Betätigung seine Hubstützenanlage dran. Das sind alles so Kleinigkeiten, die muss man auch mit bedenken. Ja, ich kann jetzt nicht einfach den Wechselrichter hier ein Stückchen weiter drunter setzen und dann steht er mal irgendwo und kann den mechanischen Arm der Hubstützen gar nicht mehr betätigen, um das Fahrzeug im Notfall wieder abzulasten, beziehungsweise abzulassen von den Hubstützen. Ja, ich wollte euch eigentlich damit einfach nur mal so einen Einblick geben, mit welchen Schwierigkeiten teilweise oder mit welchen Sachen wir hier zu kämpfen haben und auch zu tun haben. Das ist eigentlich so der Hauptzeitaufwand unseres Betriebes hier, solche Sachen halt zu deinstallieren, zu installieren. Da reicht ein gewöhnlicher oder ein normaler Kfz-Mechatroniker eigentlich nicht aus. Auch ein normaler Elektriker reicht da nicht aus. Auch ein normaler Schreiner reicht da nicht aus. Man muss eigentlich für unsere Tätigkeiten, die wir machen, und da werden meine Kollegen mir mit Sicherheit auch recht geben, man muss eigentlich von allem ein bisschen können oder auch vielleicht sogar ein bisschen viel können, dass man solche Arbeiten auch vernünftig durchführen kann. Man muss eine gewisse Affinität haben für Elektrik, man muss eine gewisse Affinität haben für Mechanik, für Metall. Holz ist auch eben halt eines unserer Werkstoffe, mit dem wir sehr viel zu tun haben. Wir sehen ja auch hier, wie hier mein Mitarbeiter hier das so schön gebaut hat, hier auch hier mit dem Holz, das ist alles vernünftig ausgefräst, das muss vernünftig und sauber aussehen. Also unser Ansatz geht immer darin, wenn man es nachrüstet und es ist schön gemacht, dann darf man eben halt keinen Unterschied erkennen, ist es jetzt ab Werk nachgerüstet oder ist es ab Werk verbaut oder ist es nachgerüstet. Die Frage muss man sich stellen. Und wenn man sich die Frage stellt, dann haben wir, glaube ich, auch alles richtig gemacht. Ne? Ja, sollte auch kein so langes Video sein. Ich wollte nur noch einmal dieses Fahrzeug so zeigen, wie es ist. Und mit was für Schwierigkeiten wir hier teilweise zu kämpfen haben. Es sieht immer einfach aus, oder ich frage ja auch manchmal meine Mitarbeiter, Mensch, wie weit seid ihr, habt ihr das Kabel durch? Und nach einer Stunde sagen, nee, wir sind damit zugange. Dann sage ich, Mensch, für mich auch im Kopf, wie kann das denn so schwierig sein, einfach mal so ein Kabel zu ziehen? Dann sieht man mal das Fahrzeug. Und jedes Fahrzeug ist, wie gesagt, anders aufgebaut, vom Aufbau her. Und das macht die Sache halt für uns auch so interessant und auch immer wieder neu zu erkunden, wie ziehe ich jetzt ein Kabel von A nach B, wie verdrahte ich das Ganze und so weiter und so fort.
Ja, in dem Sinne, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, natürlich auch. Bleibt gesund, alles Gute, euer Karix-Team.